Hallo da draußen im Internet, es ist Mittwoch, 11 Uhr und wir gehen vom Bloggercamp TV live auf Sendung. Heute bin ich alleine in der Sendung. Der Gunnar ist nämlich im wohlverdienten Urlaub auf einer Insel. Er postet ja kräftig auf Facebook Bilder von weihnachtlichen Palmen und solchen Geschichten. Also heute ohne Gunnar, auch nächste Woche ohne Gunnar, denn seinen Urlaub verlängert er dann noch mit Skifahren, was er traditionell immer in der ersten Dezember- oder zweiten Dezemberwoche macht. Also deswegen müsst ihr heute mit mir alleine vorlieb nehmen. Wir hatten ja geplant, eine Blogvorstellung der Ironblogger zu machen, nur die sind mir dann reihenweise wieder abgesprungen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche schaffen, dass wir eine Ironbloggerin in die Sendung bekommen, die dann ihren Blog vorstellt. Wird interessant, also könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Kurzfristig eingeschoben habe ich heute ein Thema, was mich momentan ein bisschen beschäftigt. Wir sind ja dabei, die Streamcamp Academy zu gründen. Und in dem Zusammenhang habe ich ein Thema, und zwar es geht um Drohnen. Drohnenfliegen ist ja heute nichts mehr Besonderes. Es gibt ja Drohnen schon muss jetzt mal hier gucken, ich zeige euch mal eine, 419 Euro, das sind die Einsteigerdrohnen. Könnt ihr hier sehen, ich gehe mal mit dem Kopf ein bisschen auf die Seite. Das ist die DJI Phantom, das ist ein Quadcopter, der ist im Prinzip sehr einfach zu fliegen ist. Für 419 Euro gibt es den zu kaufen schon. Da kann man direkt eine GoPro unten drunter hängen. Man kann auch noch mit einem Gimbal das Ganze versehen. Das heißt, so eine Ausgleichseinrichtung, damit die GoPro während des Fluges im Prinzip eine stabile Lage beibehält, wenn sich das Fluggerät sehr stark auf und ab bewegt bzw. hin und her schwankt. Also mit den Dingern kann man das schon sehr einfach machen. Was damit noch nicht geht, ist, dass man live sendet. Also meine Idee ist, dass man live im Prinzip aus der Luft direkt in den Hangout rein streamt. Da haben wir ein paar Problematiken, und zwar die Problematik ist die Frequenzgeschichte. Denn wir haben jetzt hier mal die LTE-Funkfrequenzen, die dürften jetzt nicht stören, aber ich kann zum Beispiel kein WLAN machen. Also bei dieser Phantom-Drohne steht dabei, dass also eine Steuerung der GoPro, die ja über WLAN auch zu steuern ist, beziehungsweise die man über WLAN auch einstellen kann und anschalten kann, nicht möglich ist, weil sich die Frequenzen dann mit der Funkfrequenz der Drohne überlagern und die Drohne dann unter Umständen zum Absturz kommt. Jetzt ist die Frage, die senden irgendwie im 2,4 Gigahertz Netz diese Drohnensteuerung. Das ist so ein Standard freigegebenes Netzwerk. Ob das sich mit den LTE-Frequenzen beißt, die Idee wäre nämlich dann, dass man vielleicht sogar direkt ein Handy, also so ein Smartphone hier direkt oben an die Drohne dranhängt und Bambusa praktisch beim Start laufen lässt. Die 10 Minuten, wenn der Akku voll ist, die 10 Minuten Flugzeit der Drohne sind eh nicht sehr lang. Das heißt also, wenn man dann die 10 Minuten, könnte das Handy auch durchaus durchhalten. Wäre eine Frage, müsste man mal ausprobieren. Wer von euch dazu Ideen hat und sich mit Funkfrequenzen auskennt. Es gibt natürlich dann noch zu diesen Einsteigerdrohnen die Profidrohnen. Das hier ist zum Beispiel eine, die baut einer, der gar nicht weit weg von mir hier wohnt. Bei dem habe ich mir schon diesen Stab geholt, den ich auf der Agritechnica auch im Einsatz hatte. Das sind also hier die Profi-Drohnen. Ich ruck das Ganze mal ein bisschen nach der Seite, damit ihr auch den Preis seht, weil der ist nämlich nicht ganz unerheblich. Also da sind wir dann schon beim Zehnfachen von dieser Billigdrohne. Das war die falsche Richtung. So, wir holen sie mal rüber. Hier kommt der Preis auch ins Bild. 4.760 Euro, das ist die große, die der hat. Die kleinere von ihm kostet irgendwas über 3.000 Euro. Also wir sind da schon weit im zehnfachen Bereich. Allerdings muss man dazu sagen, können diese Drohnen natürlich ein viel, viel höheres Startgewicht vertragen. Also mit der Drohne kann man zum Beispiel eine ganz normale Canon-Videokamera nach oben schaffen. Ja, es gibt natürlich dann noch eine Möglichkeit jetzt, das ist auch im Angebot bei dieser Firma, wo es die Einsteigerdrohne gibt, so ein Funkfrequenzmodul. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, da muss es natürlich auf der anderen Seite noch ein Empfangsmodul geben, ob man damit dann die Signale der GoPro aus der Drohne direkt in den Hangout vielleicht reinbekommt. Das müsste man sich auch nochmal anschauen. Was mir halt so vorschwebt, ich zeige euch da vielleicht ein Beispiel, was ich da gern machen möchte, ist im Prinzip einfach
solche Übertragungen dann auch live machen zu können. Das muss ich mal gucken. Ja, genau. Das sieht man hier sehr schön, wie die Drohne nach oben steigt. Und dann kann man natürlich schön von oben nach unten landwirtschaftliche Geräte filmen. Macht die Musik mal ein bisschen leiser. Wenn das natürlich jetzt live ginge, wäre das natürlich noch viel schöner. Man sieht hier links den Mann, der die Drohne steuert, auch mit der Drohnensteuerung. Ich gehe mal davon aus, dass es eine GoPro war und der auch mit der Phantom DJI geflogen ist. Sind wunderschöne Bilder, also direkt von oben kann man auf das Gerät und die Maschine runterfilmen. Ist übrigens für die nicht landwirtschaftlich erfahrenen Menschen hier ein zweireihiger Karottenvollernter von einer Firma Simon, die kommt aus Frankreich. Das heißt, die holen also praktisch zwei Reihen Karotten direkt aus dem Acker raus und wird dann in diese Wagen reinverladen. Also sind also Spezialmaschinen. Ja, dann wollen wir das mal wieder beenden. Ja, also wie gesagt, das ist mein Anspruch heute zur StreamCamp Academy, mein Projekt live von der Drohne aus senden. Wer dazu Ideen hat, wer dazu Know-how hat, kann sich gerne einbinden und einbringen. Sobald die Drohne natürlich fertig ist, wenn wir natürlich den ersten Live-Hangout fliegen. Also ich habe so, mein Ziel ist es im Frühjahr, wenn dann draußen auf dem Acker wieder alles losgeht, wenn die Pflanzzeit beginnt, wenn also gesät und geackert wird wieder ab März, dass man dann so eine Drohne vielleicht mit Live-Equipment im Einsatz hat. Also wir haben ja jetzt Weihnachten, da kann man sich ja sowas mal zusammenstellen und mal überlegen. Also wer dazu Informationen hat, wer dazu Ideen hat, würde ich mich freuen, wenn er Kontakt aufnimmt. Und das war es auch schon für heute um 11 Uhr. Wir machen eine kurze Sendung, müssen wir nicht länger machen als notwendig. Wir haben um 16 Uhr unsere zweite Sendung. Da habe ich schon zwei landwirtschaftliche Teilnehmer und wir wollen uns einfach mal über die Agritechnica rückblickend über die Agritechnica unterhalten. Die Agritechnica ist ja die weltgrößte Hallenmesse, auf der ich ja auch live gestreamt habe im Auftrag von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Wer meinen Blog regelmäßig liest, weiß. Und wir wollen einfach mal von den Landwirten wissen, wie sie die Agritechnica erlebt haben. Es ist auch eine Dame dabei, die nicht auf der Agritechnica war, die sich aber auch mit Landwirtschaft beschäftigt und befasst. Und wir wollen einfach mal eine Revue passieren lassen. Was kann man denn an so einer Messe vielleicht noch verbessern? Ist die schon so groß, dass man sie fast nicht mehr an einem Tag schafft? Oder was fehlt da? Oder was war besonders toll? Was waren die Highlights? Was könnte man in Zukunft noch anders machen? So, das war's von uns vom BloggerCamp TV heute mit der ersten Sendung. Wie gesagt, wir freuen uns, euch zur zweiten Sendung wieder hier begrüßen zu dürfen. Um 16 Uhr geht's live auf Sendung. Bis dahin, euer Hannes Schlee. Ciao.